Die gucken sich an. Ja, Georg, gell? Wiederholung. Na, du bist eigentlich Erststädter. Ich bin Erststädter. Durch ihn bin ich eigentlich draufgekommen. Mit ihm war ich das erste Mal da und habe das kennengelernt. Und da habe ich auch die Lesepfeife, die Doppelfilter bei dir kennengelernt zum ersten Mal. Und habe ja eine. Wäre es eine Frau, müsste ich sagen, ich habe mich total verliebt. Das hört man gern. Also, wenn wir das da sehen mit dem. Doch, gell, man sieht schon. Also, Geburtstagspfeifenwunsch wäre sowas. Sowas. Doppelfilter? Ja, ja. Auf jeden Fall Doppelfilter. Dass man das sieht, man kann da hinten zum Beispiel ein ganz kleines Rantel machen, man könnte oben nachher, man länger wie 10 cm Verlängerung, kriegen wir auch nicht zusammen. Gell. Man kannst du das Mundstück auch da stecken. Ja. Mhm. Also das heißt, du kannst es wirklich dann... Dann kann ich es ja aber als kurze... Genau. Ja, cool, ja. Das wäre natürlich... Das wäre zum Geburtstag das Richtige. Das wäre genau das. Genau das wäre es. Gut, also, Kalabasch. Wir beginnen. Wir haben gesagt, so eine Biegung. Ja, wir machen schon die Biegung, also nicht so die mehr oder weniger rechtwinklige Biegung, sondern eher die ein bisschen mehr als 45 Grad. Ja. Jetzt haben wir die zwei Teile für unsere Kalabasch. Martin, du magst schon schöne Pfeifen nachher kaufen, weil wir da im Staub stehen. Weißt du? Da ziehst du das Messer von alleine in die Linie. Ja, ganz von alleine, das heißt auch nicht, aber... Wenn du so tust, musst du unheimlich aufpassen. Ja. Also lieber 10-mal schauen und eben das da stehen lassen und tust halt probieren, einfach probierst ein bisschen umeinander. Was machst du?
Die wird schon geil. Ich glaube auch, dass das ganz gut wird. Jetzt, Georg. Zwischenresümee. Ich meine, du hast jetzt natürlich, du hast nicht so viel machen können, gell, weil da sind einfach Stellen dabei, die kann man ganz schwer. Ja, aber ich finde, das ist ein wunderbares Teil. Ich kann es nicht anders sagen, mir fehlen die Worte. Ja, wenn der Staubsauger nachgesehen ist, unangenehm, weil er so laut drin. So, jetzt passt mir eh gut. Weißt du, die Farbe jetzt da, das Gelb, ich hoffe, das geht gut aus. Schöne Pfeife. Und jetzt fällt mir da das Stück. Mhm. Wie haben wir gesagt, Violett? Violett? Kannst schon anfangen. Weil eben doch zwei, drei Stück, also zwei, drei kleine, sag ich jetzt einmal, Holz. Unreinheiten drinnen sein und man sieht es halt dann, wenn es ein bisschen dunkler ist, besser. Jetzt haben wir gesagt, eher in die Rotrichtung. Gell? Mhm. Ja, da ist nicht so. Das muss einfach überall schön sein. Gell? Genau, da ist überall drüber. Flotte, Lotte. Und dann kommt es schon wieder. Ja, Georg, ha? Drei schauen zu, einer arbeitet. Ja. Wir im Leben. Martin, meine, man schafft bei der Gemeinde. Ja. Wir im Leben. Das Einarbeiten vom Selbstgekassen, ganz wichtig. Schau doch mal an. Ja. So geht das schon, gell? Okay. Und das bei der, was steht bei der Pfeife weiter. Jetzt haben wir da mit einer ganz hellen Violett drüber. Ich weiß nicht, ja, man sieht es eh gut am Dings. Das kommt jetzt. Und vor allem, dass es einheitlich wird, weißt? Also, ja. Es geht da dann darum, dass es nicht mehr so fleckig ausschaut, gell? Okay. Und das machen wir jetzt. Super, du bist gut. So, du kriegst noch einen Fetzen zum Polieren, Georg. Ach so. Ja, das ist das Wichtigste überhaupt. Ah, ein schönes Tuch. Das ist immer der Abschluss. Ne? Zum, ja, danke dir. Ja. Ich habe neue Geliebte. Georg, 50 bist du jetzt noch nicht aber ganz. Bald. Gell? Ausscheint tut er wie 40, gell? Haben wir festgestellt. Und jetzt mit der Geburtstagspfeife, was sagst du jetzt? Resümee? Ich bin absolut begeistert. Ja, fein. Wir haben ja auch, gell, wenn wir so die Zeichnung nachher anschauen, meine, das war jetzt dann die Schluss, ja, das, was ich dann zum Schluss gezeichnet habe. Aber da, wir haben uns sehr angenähert auch an deine. Gell, ja, also wir haben eigentlich gell, die Nummer 2, genau, ja, wenn man das so sieht. Da sind wir da schon sehr, sehr nah. Ganz gell, gut mit ja, dabei. Ja, doch, finde ich auch. Zeichnung. Also, wir haben ein Zwischenstück neu gemacht, wobei ich das als 1 gemacht habe. Achso, ja, mit also wie ein Lesespitz. Aber ich glaube auch, dass das eben diese Kombination. Die Kombination ist klasse. Kurz lang ist gut. Na super. Eben, und wenn man sie umbaut, gell, das Zwischenstück rausnimmt, ja, nachher haben wir es. Dann haben wir einen Kalabasch. Dann haben wir eine schöne Kalabaschform. Passt. War heute trotz Regen ein erfolgreicher Tag. Danke für den Workshop. Schöner Workshop. Ich danke dir für die wunderbare Unterstützung. Ja, fein. Okay, und dann eine schöne Geburtstagsfeier.
Das werden wir doch noch haben. Vom 40er. Ja. Machen wir einen 45er draus. Ja.